Ja, wo fahren wir denn jetzt hin? Ins Hansaviertel. Und warum ins Hansaviertel? Weil das eigentlich eine Inspirationsquelle für meine Arbeit ist. Ich gehe sehr gerne spazieren und Spazieren ist oft der Ausgangspunkt für Arbeiten. Und das Hansaviertel ist einer meiner Lieblingsorte in Berlin zum Spazierengehen. Und was muss es denn sein für ein Viertel, wenn es zu einem Lieblingsort wird? Das Hansaviertel ist erbaut, also ist ein Projekt von 1957, das war die internationale Bauausstellung und hat halt Architektur der ganzen großen Architekten aus der Periode. Das ist so eine Periode, als man gedacht hat, dass Hochhäuser eine super gute Idee sind. Also das war ein Viertel, das war zerbombt im Krieg, ist aber sehr innenstadtnah, ist am Tiergarten. Und wurde dann halt aus einem klassischen Berliner Kiez zu einem modernen Stadtentwurf mit viel Grün und auch hohen Häusern. Es gibt auch Einfamilienhäuser, aber es gibt halt auch viele große Wohnanlagen und es ist eigentlich auch ein Modell, das Thema lautet ja hier auch irgendwie Modell. Tschüss. Tschüss. Also es gibt einen sehr hübschen Ort zum Filmen, das ist in dem Niemeyer-Haus. Wenn du mit der S-Bahn da vorbeigefahren bist, hast du schon immer diese Häuser da bewundert. Ja, was ist das? Also ich habe ein großes Interesse an Architektur, aber generell an der direkten Umgebung. Und wie gesagt, ich entdecke gerne Sachen, also das passiert viel bei Spaziergängen oder halt irgendwie bei Wegen, die ich zurücklege. Also das hier ist ja ein Viertel, was ich von der Ästhetik her super großartig finde. Also gerade da der Niemeyer, da gucken wir uns gleich mal von also unten mit der an. Ästhetik, halt, da geht es dir um Gleichförmigkeit oder was? Oder? Nee, um Proportion, ganz prinzipielle, auch skulpturale Thematiken. Und der Aspekt des Wohnens darin? Der ist sehr wichtig, das ist die Realität. Die Fragen sind vielleicht, warum ich das sehr schön finde, warum ich aber nicht unbedingt hier leben möchte. Ja. Oder warum so was wie so ein Hochhaus mal eine ganz tolle Idee war, eine fortschrittliche Idee, und warum das vielleicht heutzutage keine fortschrittliche Idee mehr ist. Warum sowas vielleicht eher assoziiert wird, also vielleicht nicht gerade das hier ist eine sehr sanfte Gegend, aber warum ein Hochhaus heute eher assoziiert wird mit sowas wie einem sozialen Brennpunkt und damals eine gute Idee war. Das sind Geschichten, die mich interessieren. Also was ich einen super schönen Ort finde, das ist das hier unten. Ja, nee, warum hat man das gemacht? Ja? Also, es ist ja jetzt keine direkte Hochwassergegend hier. Die Arbeiten, die du dann entwickelst, ja, aus diesen Anschauungen, verarbeiten die so eine Erfahrung? Die Skulpturen greifen halt so Beobachtungen auf und bieten dann aber, glaube ich, eine andere Reflexion darüber. Also ich habe ja Hochhäuser gebaut, die schon inspiriert sind von einigen der Gebäude hier, aber im Endeffekt anders aussehen. Und bei denen war immer die Idee, das sind ziemlich große Skulpturen, aber es sind sehr kleine Häuser und es ging um auch so Ideengeschichten. Es gibt auch große Ideen, die dann irgendwann kleiner und unwichtiger werden.
Also eigentlich geht es ja gar nicht um die Häuser dann bei den Skulpturen. Doch, sowohl als es geht sowohl drum, aber es geht auch nicht immer drum. Also, ich hab mich das in der Tat gefragt. Was ist denn, also dieses Interesse, diese Häuser zu bauen, kleiner im Maßstab nachzubauen? Die sind nicht nachgebaut. Es gibt Sachen, die man sieht. Das ist der fundamentale Unterschied. Also bei den Zeichnungen wird eine reale Situation detailliert, aber halt rausgelöst dargestellt. Die Skulpturen sind keine direkten Nachbauten. Die Skulpturen sind Skulptur. Die sind, von daher haben die dann ihre eigene Wirklichkeit. Die vollziehen die nicht mehr nach. Weil sowas bei Skulptur kommt dann auch irgendwie in Bezug zur eigenen Größe rein, der wichtig ist. Und halt überhaupt so eine Form, wie die funktioniert, was die vor einem tut. Die sind immer eine halbe Erfindung. Die sind auch nicht maßstäblich. Die sind überhaupt nicht maßstäblich. Die funktionieren nicht. Also wenn ich ein Hochhaus baue, ist da innen drin dann hinterher keine Wohnung, die irgendwie als Wohnung funktionieren würde in einem Maßstab. Oder Verhältnis Tür, Fenster, Stockwerkshöhe oder so. Das ist alles so. Das sind keine eins zu irgendwas Nachbauten. Das sind so halb erfundene, wo man auch eigentlich so eine Illusion schafft, auf die sich der Betrachter halt einlässt. Eigentlich immer sehr freiwillig einlässt. Wenn ich hier wohnen würde, würde ich jedes Mal wieder Freude haben an den Fliesen, an dem blau gestrichenen Metall und wie das Licht durch dieses Gitterglas gebrochen wird. Das ist eine ästhetische Qualität, die halt irgendwie das Leben besser macht. Also das ist einfach besser als Messing und Laminatboden und komische Ornamente, die nichts sagen. Das ist halt schön. Es ist aber trotzdem nicht der städtische Raum, von dem ich träume, als ein Lebensumfeld. Und das ist das, was interessant ist. Die Ideengeschichte der klassischen Moderne, der Idealismus der klassischen Moderne, der politische Anspruch der klassischen Moderne, der ästhetische Anspruch der klassischen Moderne, das sind alles Dinge, die mich interessieren, die man aber auch also so mit der Zeit hinterfragen kann. Ich kriege die Verbindung noch nicht hin zwischen dem von dir geäußerten Motiv, eigenständige Skulpturen zu bauen, die kein Abbild sind, aber gleichzeitig auch das von dir geäußerte Interesse an der Idee, an der, ich sag mal, an so einer innerlichen Komponente. Wenn ich jetzt die Skulpturen so als materielles Äußeres nehme, die da eben sind und mir da was Haptisches, was auch immer geben, und diesen Moment der Idee und der sozialkritischen Gedanken oder irgendwas, solchen Reflexionen, jetzt kann es natürlich sein, dass das tatsächlich die Skulpturen eigentlich nur davon losgelöst sind. Ja? Und das ist vielleicht jetzt so ein bisschen mein Irrweg, dass ich vielleicht in den Skulpturen gerade in meiner Vorstellung so eine Art Mission suche, die vielleicht gar nicht da ist. Ich gebe grundsätzlich jedem die Freiheit, sich zu überlegen, was er möchte, wenn er Arbeiten von mir sieht. Es gibt keine Gleichung, du guckst dir das an und dann kriegst du das dabei raus. Das würde ich schrecklich finden. Ich bin nicht didaktisch. Ich gebe Bilder. Also du kriegst halt ein Image oder du kriegst halt da irgendwie so ein
körperliches Ding. Du guckst dir das an, du denkst dir dazu, was du möchtest. Du kannst dich davon inspirieren lassen, du kannst sagen, ich habe das Ding gesehen und vielleicht siehst du dann deine Umgebung ein bisschen anders. Aber ich habe nicht den Anspruch, ich möchte nicht vorgeben, was man sich zu denken hat. Es gibt Außenskulpturen von mir, bei denen ich immer sehr Wert drauf gelegt habe, dass man was damit anfangen kann. Weil man, wenn man, also es gibt halt ja viele Kunstprojekte, die im Außenraum stattfinden, und man kann sich nicht aussuchen als Betrachter, ob man Lust hat auf Kunst oder keine. Und dann bemühe ich mich immer darum, wenigstens eine Zusatzfunktion zu bieten. Also entweder ist es dann in Form eines Minigolfplatzes, und wenn man keine Lust hat auf Kunst, also man kann entweder es abgehen und guckt sich halt die Häuschen auf den Minigolfbahnen an, aber man kann auch einfach das als Spiel betreiben. Es gab halt eine Haltestelle, wo man halt, wenn es regnet, Schutz vorm Regen findet, oder ein Bänkchen, wo man sich hinsetzen kann, wenn einem die Füße wehtun. Oder es gibt halt in Köln im Skulpturenpark dieses Schwimmbad, und das ist halt ein Vogelbad. Das heißt, als Vogel kann man wenigstens drin baden. Und als Mensch kann man halt die Vögel beobachten. Ja.